Ich begrüße Sie bei euch zur Pressekonferenz vor zwei Auswärtsspielen in Folge. Wir kommen also nicht mehr zurück nach Cottbus nach dem Landespokalspiel, deswegen eine etwas umfangreichere inhaltliche Pressekonferenz. Trainer hat Platz genommen und wird uns jetzt sicherlich erstmal personell aufs Laufende bringen, bevor dann die Fragen folgen werden. Bitte schön. Ja, fangen wir direkt auch mit dem Personal an. Steigen wir ein mit den Spielern, die bei Ihren Auswahlmannschaften jetzt waren. Gehen wir die mal durch. Nick Ledgerwood kommt am Mittwoch zurück und kommt vom Flughafen quasi direkt ins Mannschaftshotel, in unser Tageshotel vor dem Spiel in Babelsberg. Und da müssen wir uns überlegen, ob es Sinn macht, ihn ins Aufgebot zu nehmen, weil er natürlich dann gespielt hat. Er hat den langen Flug hinter sich, landet dann erst, ich glaube, um 10 morgens. Ob das Sinn macht, werden wir dann sehen. Ich werde dann nach dem Mittagessen mich mal mit ihm unterhalten. Bei Fanulli ist es so, dass er seit Sonntag wieder da ist. Und zweimal gespielt hat, zweimal gute Kritiken bekommen hat und auch körperlich einen guten Eindruck macht. Das wird also kein Problem. Bei Roland Berger sieht das ein bisschen anders aus. Der kommt oder kam jetzt gestern Abend verletzt, leider Gottes, zurück von seiner Länderspielreise, von seiner ersten. Und der ist jetzt beim Arzt. Wir müssen abklären, wie schwerwiegend die Verletzung ist. Aber er wird auf keinen Fall für diese beiden Spiele zur Verfügung stehen. Das ist darum doppelt doof, weil natürlich Ledgerwood in Bielefeld auch gesperrt ist wegen seiner fünften Gelben und dann mit Roland auch eine weitere Alternative wegbricht. Bei Tim ist es so, die spielen ja heute Abend noch in Aue. Der kann dann auch heute Abend noch nicht weg, sondern erst morgen früh. Das heißt, der kommt auch morgen Nachmittag direkt in unser Hotel vor dem Babelsberg-Spiel. Und da sieht es ähnlich aus wie bei Ledgerwood. Da müssen wir abwarten, erstmal, wie lange spielt er heute Abend, in welcher Verfassung ist er dann, ob wir ihn dann ins Aufgebot nehmen, glaube ich sehr sicher. Aber weil für ein paar Minuten wird das immer reichen, selbst wenn er heute Abend durchspielt. Aber inwieweit wir ihn dann eben einsetzen können, also wie lange, das werden wir dann sehen. Das müssen wir dann noch abwarten, wie sich das Spiel heute Abend dann entwickelt, wie intensiv das ist und wie lange er, wie gesagt, spielt. Ansonsten Manuel Zeitz ist im Aufbautraining. Hat aber noch keine Chance, in die nächsten beiden Spiele einzugreifen. Patrick Wolf ist am Knie operiert worden in Augsburg. Die OP ist gut verlaufen. Schönen Gruß von Patrick an alle. Man wird auch die Reha in Augsburg absolvieren. Und Kire und Chato sind leider beide krank, sodass die also auch nicht zur Verfügung stehen für diese Woche. Das heißt, wir haben 15 einsetzbare Feldspielerstand jetzt. Das wird dazu führen, dass wir ein oder zwei A-Jugendspieler auch mit ins Aufgebot nehmen werden, sowohl für Babelsberg als auch für Bielefeld. Zum Spiel am Mittwoch. Es ist so, dass das natürlich aus wirtschaftlicher Sicht allein schon ein extrem wichtiges Spiel ist. Da liegt Geld auf dem Rasen. Das wollen wir aufheben, das ist keine Frage. Wir wollen den Pokal gewinnen, das haben wir von Anfang an so kommuniziert. Wir sind die ranghöchste Mannschaft im Pokal auf dieser Ebene und damit auch eindeutig in der Favoritenrolle, die nehmen wir auch an. Ob wir sie ausfüllen können, ist die andere Frage, aber das Ziel ist klar. Also morgen Abend, das Erreichen des Endspiels im Pokal ist wichtig für uns, wichtig für den ganzen Verein, ist für die Planung und auch für die nächste Saison extrem wichtig. Natürlich für den Gegner auch. Ein Pokalspiel bei einem Einklasse tieferen Gegner ist wie ein Drittligaspiel. Da verschwimmen dieser Klassenunterschied ist nicht da im Pokal. Ja, deswegen haben wir uns genauso vorbereitet wie auf jedes andere Drittligaspiel auch. Wir haben sie zweimal von unseren Scouts beobachten lassen. Ich war am Samstag selber da gegen BFC, um mir nochmal einen Eindruck zu verschaffen. Und ich schätze das so ein, dass das Stadion, wenn das Wetter mitspielt zumindest, relativ gut gefüllt sein wird und das ist alles sehr eng. Und Babelsberg hat schon eine gute Mannschaft, die auch unter professionellen Bedingungen arbeitet. Und das kann sich schon zu einem sehr heißen Tanz entwickeln. Und da müssen wir sehr fokussiert sein, alles auf den Rasen bringen, was uns ausmacht, damit wir das Ziel erreichen. Da weiterzukommen, der Ablauf wird dann so sein, dass wir in Berlin bleiben, quasi in unser Tageshotel zurückfahren, da schlafen und dann am Donnerstagmorgen weiterfahren nach Bielefeld. An der Stelle auch nochmal vielen Dank an den Verein, der uns das ermöglicht hat. Das ist ja eine Übernachtung mehr. Das kostet ja auch Geld, fällt nicht vom Himmel. Ist aber wichtig,
um auch in Bielefeld dann vernünftig vorbereitet zu sein für die Regeneration. Wir ersparen uns einfach ein paar Stunden Busfahrt. Wir können in Bielefeld, haben wir einen Platz angemietet, auf dem wir zweimal trainieren können. Und gerade bei diesen Problemen, die wir jetzt haben, müssen wir die Spieler, die wir haben, dann möglichst und in bestausgeruhtem Zustand auch dann am Samstag auf die Alm bringen. Deswegen haben wir uns entschieden, dann eben nicht mehr zurückzukommen, sondern durchzufahren, Donnerstagnachmittag in Bielefeld zu trainieren, Freitagnachmittag in Bielefeld zu trainieren. Um dann am Samstag gegen die beste Mannschaft der Liga bestehen zu können. Und die Tabelle nach 30 Spieltagen lügt nicht. Und wenn du nach 30 Spieltagen Erster bist, dann hast du es verdient. Arminia hat, das habe ich eigentlich im Sommer schon gesagt, als ich sie zu meinem absoluten Favoriten erkoren habe, jetzt schon eine Zweitligamannschaft aus meiner Sicht. Und diese Favoritenstellung füllen sie gut aus, da werden sie gerecht. Sie sind Erster, haben schon einen komfortablen Vorsprung. Und ich weiß, was auf der Alm los ist, wenn da relativ viele Zuschauer sein werden. Und das wird so sein. Meine Informationen gehen dahin, dass da zwischen 16.000 und 20.000 Zuschauer sein werden am Samstag. Und dann ist das natürlich eine super Atmosphäre da. Und da zu bestehen, ist eine große Herausforderung. Da freuen wir uns riesig drauf. Aber der Fokus liegt jetzt erstmal bis Mittwoch nach dem Abpfiff auf Babelsberg. Und wenn das Spiel rum ist, dann fangen wir uns Mittwochabend an, Gedanken um Arminia zu machen. Weil das eben in Babelsberg mindestens genauso wichtig ist für uns, das Spiel, wie das dann drei Tage später. Gut, soweit das Eingangsstatement. Jetzt kann es losgehen mit den Fragen. Am besten erst zu Babelsberg. Bitte. Wie groß sind denn trotzdem die Verlockungen, gegen Babelsberg vielleicht doch ein, zwei Spieler zu schonen für das Spiel in Bielefeld? 0%. Also die beste Elf? Ja, also klar, also wir werden. Auf der einen oder anderen Position haben wir ja mehrere Möglichkeiten und da werden wir schon mitspielen mit diesen Möglichkeiten, aber es wird keine großen Experimente geben. Trainer, können Sie uns schon einen Namen nennen, wer von den A-Junioren vielleicht mit hochrutschen könnte? Es wird wahrscheinlich Tim Häusler sein, der ja schon die ganze Zeit bei uns trainiert. Im Hinterkopf ist da die Idee, dass er linker Verteidiger spielen kann. Das trauen wir ihm zu, um Robin Czarka eventuell freizukriegen fürs Zentrum. Und wir werden aber auch Zickert mitnehmen, weil der Junge sich sehr, sehr gut präsentiert hat in unseren Trainingseinheiten und er auf der 6 auch zu Hause ist. Und wahrscheinlich werden es die beiden werden. Noch eine kurze Nachfrage zu den Nachwuchsleuten. Andi Hebel hat jetzt zwei Spiele bei der U23 gemacht und ordentlich gespielt, also nach meiner Einschätzung. Ja. Wie weit ist er denn, dass er wieder dran ist an der Mannschaft? Also er hat große Fortschritte gemacht, er war sehr fleißig und ist sehr fleißig und ist total ehrgeizig. Und Andi, also ich weiß genau, wenn ich den reinschmeiße, der rennt um sein Leben. Und da, so Jungs mag ich. Ist er dann schon mit im Aufgebot jetzt? Ja. Halt mit. Ja. Mal ein bisschen geswitcht zu Bielefeld, weil es hier nur halt so nicht anders geht. Na klar. Glauben Sie denn, dass das 0-2 bei den Stuttgarter Reserve noch ein bisschen Nachwirkung hat, weil das ja doch ziemlich überraschend war, dass sie dort verloren hat, mit dieser Truppe? Ich glaube weder, dass dieses 0-2 große Nachwirkungen hat, jetzt auch durch die Pause ist ja schon ein bisschen Zeit dazwischen. Ich glaube auch nicht, haben wir bis jetzt noch nicht thematisiert, aber die Frage kommt ja vielleicht auch gleich, kann ich sie mitbeantworten. Ich glaube auch nicht, dass das Pokalspiel gegen Gladbach drei Tage später großartig die Arminia beeinflusst, weil deren Tagesgeschäft und deren Fokus liegt klar auf dem Aufstieg in die zweite Liga. Und ich bin mir sehr sicher, dass mein Kollege Norbert Meyer die Jungs auch fokussieren wird auf unser Spiel. Und wenn das Spiel abgehakt ist, ist für die das Gladbach-Spiel dann ein schönes Zubrot und ein schönes Schmankerl obendrauf, na klar. Aber ich mache mir jetzt keine großen Hoffnungen, dass der ein oder andere Spieler schon Gladbach im Kopf hat. Das glaube ich einfach nicht. Und Arminia hat, glaube ich, zu viel Qualität in ihrem Kader, als dass sie sich von dieser einen Niederlage in Stuttgart jetzt zu sehr nervös machen lassen. Dafür ist ihr Vorsprung auch noch zu komfortabel. Und dafür sind die Jungs, die da spielen, auch schon zu abgezockt aus meiner Sicht. Sie haben schon die Atmosphäre da beschrieben, 16.000 Zuschauer, 18.000. Wie muss man denn da spielen, um da zu bestehen? Oder wie kann man die Arminia knacken? Die kennen jemanden. Naja, du denkst, du darfst auf keinen Fall zu ängstlich sein. Ne? Und du darfst dich nicht hinten eingraben. Und dann ist es nur eine Frage der Zeit. Sondern du musst,
du musst die Sachen, die dich ausmachen, auf den Platz bringen und du darfst da nicht vor Ehrfurcht erstarren. Und die große Kunst ist, ich das eigentlich für fast selbstverständlich halte, dass diese Kulisse dich nicht in irgendeiner Art und Weise hemmt, sondern antreibt. Ja, weil ich sag mal, wenn du unten auf dem Platz stehst, hörst du ja gar nicht so genau, ob die 16.000 für oder gegen dich sind. Also erstens werden ja auch ein paar Cottbusser mitfahren und zweitens in so einem Stadion gegen so einen Gegner sich dann messen zu können, ist doch eine wunderbare Situation. Ja, das ist ja, wenn überhaupt, ist es positiver Druck. Und da erwarte ich einfach von meinen Jungs, dass sie mit totalem Spaß und totaler Freude und totalem Mut da reingehen. Und Arminia als Favorit, wir haben jetzt in den letzten beiden Spielen leider unsere Ausgangsposition ein bisschen verschlechtert. Ja, das bedeutet, dass wenn wir nochmal ganz oben dran kommen wollen, wir auch aus den letzten 8 Spielen, die es nun mal noch zu spielen gibt, möglichst viele Punkte holen müssen. Und da ist Arminia die erste Chance für. Also Bange machen gilt nicht. Ja, und wer die Hosen voll hat, soll zu Hause bleiben. Die zweite Frage. Noch den Klassiker, wie ist das für Sie persönlich jetzt, Bielefeld als Gästetrainer aufzulaufen? Ich freue mich total darauf. Also es gibt auch, ich laufe nicht Gefahr, in die falsche Kabine zu rennen, weil erstens ist das schon jetzt weit über ein Jahr her, dass ich da das letzte Mal war. Zweitens fühle ich mich hier in Cottbus sehr wohl. Es ist so, sich gegen die beste Mannschaft der Liga messen zu können, darauf freue ich mich. Ich freue mich auf die Spieler, mit denen ich noch zusammengearbeitet habe, von denen ja noch eine ganze Menge da sind, die wiederzusehen. Ich freue mich auf ganz viele Mitarbeiter im Verein, mit denen ich noch ein gutes Verhältnis habe, die wiederzusehen. Ich freue mich auf die Atmosphäre im Stadion und von mir aus kannst du dann eigentlich Mittwochabend, nachdem das eine abgeschiffen ist, kannst du das andere direkt abgeschiffen werden, wenn es an mir geht. Denken Sie auch, dass die Bielefelder sich auch auf Sie freuen, also die Fans beispielsweise, wird es dafür vergeben oder eher Beifall? Also ja, ich glaube nicht, dass es pfiffen, glaube ich nicht. Ich glaube natürlich, dass die Arminia-Fans jetzt mit dem Aufstieg vor Augen alles tun werden, um ihre Mannschaft zu unterstützen, damit sie auch gegen uns gewinnt. Das ist ja auch ganz normal und das Normalste von der Welt eigentlich. Und so wie ich es einschätze, glaube ich aber, dass es trotzdem für uns alle, für mich persönlich vielleicht besonders auch einen freundlichen Empfang geben wird. Das glaube ich. Löcherwitz fällt aus, sind gesperrt in Bielefeld und wenn Berge nur verletzt ist, ernster verletzt ist, dann wäre die Option deutlich Leo Kochmann wieder. Ja, jetzt für Mittwoch dann auch schon. Tim fällt ja auch aus in Bielefeld, also morgen könnte er rein theoretisch spielen, regeltechnisch, ob wir ihn spielen lassen können. Entscheidet natürlich auch viel heute Abend und wie er sich dann generell fühlt. Aber leider in Bielefeld ist er ja gesperrt. Aber ich glaube, in Bielefeld Klos auch, ne? Klos ist gesperrt, ja. Also die beiden besten Stürmer der beiden Vereine, die da aufeinandertreffen, sind nicht zur Verfügung. Wen wird es denn mehr beeinflussen oder treffen, dass die besten Schützen fehlen? Ist jetzt im Moment schwer zu sagen, weiß nicht, wie das Spiel sich entwickelt, wie gut wir reinkommen. Generell glaube ich, dass Arminia in der Breite auch den besten Kader hat in der dritten Liga und denke ich mit Ausfällen generell sehr gut umgehen kann, weil sie es einfach gut kompensieren können. Ja, da kommt Van der Biesen rein, gestandener Zweitligaspieler oder Pascal Testroth. Klar ist Klos für mich der beste Stürmer der Liga. Der tut ihnen auch weh in dem Spiel, aber sie haben halt auch gute Möglichkeiten zum Nachlegen. Ja, und wir werden uns auch was einfallen lassen. Also wir fangen auf jeden Fall mit 11 an. Alternativen wären natürlich Posbeck oder vielleicht Pavela, aber denkbar ist sicherlich auch, dass wenn Michael wieder ins Zentrum rückt. Das ist sogar sehr gut denkbar, weil wir werden schon in Bielefeld auch Phasen haben, in denen wir gehörig unter Druck geraten könnten. Und dann ist natürlich ein Stürmer in vorderster Linie wie Sven Michel, der im Konterspiel eine absolute Granate ist und der, wenn er Raum bekommt, den auch extrem gut nutzen kann, eine absolute Variante. Also eine Möglichkeit dafür, ganz bestimmt sogar.
Sie hatten vorhin den Zustand von Manuel Zeitz angesprochen, im Aufbautraining. Was denken Sie, wenn wir 8-Punkt-Spiele zugrunde legen, in wie vielen Punktspielen er noch zur Verfügung stehen könnte? Wenn es so weitergeht und keine Rückschläge kommen, das weiß man eben nie nach so einer etwas längeren Zeit, in der er jetzt nicht dabei war, dann hoffe ich schon, dass wir noch 5-6 Spiele ihn auf dem Platz haben. Gut, alles erklärt. Ganz offensichtlich. Nein, welche Verletzung hat Berger genau oder ungefähr? Ist gerade beim Doc. Ist jetzt gerade beim Doc. Oberschenkel, Kopf, nee, Knie. Also so eher Patella sehen. Ja, ja, so in die Richtung. Ja, nämlich jetzt Kreuzband oder dergleichen, ganz dramatisch, aber. Ja, die haben da wohl auf sehr, sehr hart gefrorenen Plätzen trainiert. Und das auch nicht gerade vorsichtig, was ich so gehört habe. So sieht's aus. Gut, dann war's das. Bedanke mich. Drückt uns die Daumen für den Doppelpack auswärts. Bis. Danke.